Können wir irgendwas machen? Sag mal an. Autowäsche 2 erhöht die Haltbarkeit der Pumpe. Ja, und dafür gebe ich 1500 Dollar aus. Sehe ich so aus? Sicher nicht. Ich mach's Lager hoch. Oder mache ich Werkstatt hoch? Ich mach's Lager hoch. Auf geht's. Schluss jetzt. Jetzt haben wir eine Dachterrasse da oben. Geilo. Nice. Dann Dekoration. Menü, beweglich. Ah, ja, wir können hier auch einkaufen, schöne Dinge. Ach, guck, man kann das Schlagzeug zurückkaufen dann auch jetzt. Jetzt kommt der schwierigste Teil. Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, was hier ich... Ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. FIFO, fahr, vergiss es. Hä? Mhm. Food Truck Simulator, lol. Wir brauchen Lampen, die goldene Wandleuchte. 1, 2, 3, 4. Perfekt. What? Was ist das denn geiles? Oh, das ist bestimmt für die Party-Location, oder? Ach, wie geil ist das denn? Ja, doch, Party-DLC. Party-DLC, geil. Lampenöl, Seile, Bomben. Ganz genau, das brauchen wir hier jetzt. Hey, oh, schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn hier alles? Stangentanzpodium. Lucky. Ich hab da was für dich gefunden. Lippensofa, okay. DJ-Controller, krass. Was ist denn hier alles los? Tanzflächen, LED-Tanzfläche. Hey, ich kaufe mir die jetzt einmal. Ich guck mir das jetzt mal an. Oh, Juan, bitte hauch unseren Kunden nicht so in den Nacken. Ja, geh doch einfach an die Kasse. Wie wär's? So, warte mal. LOL, was? Wie witzig ist das denn? Das packe ich hier hinten hin, ey. Hä, wie geil? Das kann ich ja wirklich hier in die Tanke reinballern. Wir machen eine Disco-Tanke jetzt. Zack. Das ist ja mega lustig. Hä, wie geil ist das denn? Jetzt kommt hier mal ein bisschen Stimmung rein. Ja, voll geil. So, hey, wieso kann ich die hier nicht mehr seitlich aufhängen? Hä? Vielleicht fehlt noch eine Erweiterung. Hey, ich kann hier nirgends Lampen aufhängen. Was ist das? Hier, ja geil, Glückwunsch. Und halt da hinten bei der Tanzfläche, aber das ist Schmarrn. Da will ich was anderes haben. Hey, wie witzig. Wie witzig. Diese Tanzfläche da. Super lustig. Warte mal. Warte mal. Wie geht das? Jetzt pass mal auf. Haben wir denn da alles? Ah, okay. Was ist das hier? Ja, da bin ich mal gespannt auf die Tapeten dazu. Ja, eben. Deswegen, ich wollte jetzt gucken wegen Tapeten, aber irgendwie gibt's da nichts Gescheites. Man sieht's halt auch so schlecht, oder? Was weihnachtlich buntes, keine Ahnung. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Und Gecko liegt doch nicht in meine neue Wohnung. Es tut mir leid, Lucky. Entschuldigung. Ja gut. Lassen wir einfach erstmal. Keine Ahnung. Ja. Schwierig alles. Weihnachtsdisco einfach. Was passiert hier eigentlich wieder? Ich muss jetzt hier diesen rosa Karren bespritzen. Ne, war das so? Du kleines Schmuddelchen. Was ist denn hier passiert? Kein Problem. Gecko macht's sauber. Junge, hast du Lederfalten im Gesicht? Boah, kauf dir mal eine Hautcreme oder so. Was ist er denn für ein Lederlappen? Aha. So, ja, gerne doch. Squeaky clean. Mm.
Okay, was geht hier ab? Ach, der macht das schon, gell? Was ist... War er zufrieden? Weiß ich nicht. So. Oh, keine Kratzis mehr. Keine Kratzis mehr! Oh, oh. Oh, Mann. Ah, sind gerade ein bisschen günstig. Kann ich 10 kaufen? Boah, weiß ich nicht. 5 Reifen vielleicht? Das ist gerade wirklich günstig. Okay, auf geht's. Nur noch $200. 250. Okay. Das war jetzt teuer, du. Hoffentlich wird es nicht zum Verhängnis. Aber ich wollte es jetzt einfach wissen. Boah, okay, komm, mach doch kein Ledershaming. Ja, aber das sah doch nicht mehr gesund aus. Der muss zum Arzt. Was? Also vielleicht ist das nur bei mir so, aber bei der Spitzparty gibt es schon ein paar Krissel. Krissel? Krisselbi? Krissel? Was willst du, Blubberchen? Ach, Krissels! Ach, Krissels hier! Ach, meinst du, ach, hier bei der Spritzparty Twitch, oder was? Krissels da ein bisschen rum. Kann sein. Ist dann Twitch, keine Ahnung. Vielleicht zu viele, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich dann Twitch einfach. Das kann sein, weiß nicht. Kann ich nicht ändern dann. Sind das Blitzableiter? Was ist hier oben? Was sind das für Minen? Wahrscheinlich wegen dem Wassereffekt und dann die gelben Sachen, die ich anzeigen lasse. Wahrscheinlich mag das die Bitrate dann wieder nicht. Die Tapeten, oder? Hier langsam. Die Wandfarben. Ekelhaft. Okay, tschüss, Juan. Wie... machen hier eh alles. Ich guck kaum auf die Herausforderung, weil wir sowieso grundsätzlich die ganze Zeit zu tun haben, von dem her. Aber 250 Kunden ist wirklich viel. Oh Gott. Deswegen ganz ehrlich, wir müssen eigentlich... Ey, ohne Scheiß, wir brauchen Parkplätze. Einrichtung, da. Wir brauchen eigentlich mehr Parkplätze. $400. Lol, 399, ich hab 395. Was ist das wieder? Ich... Bäh. Käsekacke hier wieder. Ja, jetzt können wir nämlich hier hin. Schön. Das geht doch so nicht, Leute, ey. Wird hier nur verarscht. Ja, ja. Wieder lustig. Das ist frech, ist das hier alles. Voll fies von dem Spiel alles. Ja, ciao. Ja, genau jetzt natürlich, wenn ein Kunde kommt. Ich drehe hier am Rad. Was, Blubberchen, mich gegen Coins? Wolf, wärst du so lieb? So, zack. Was braucht's denn? Achso, aufbocken erstmal. Alles. Später, Müll ist voll. Hat geklappt, gell? Ja, richtig. Dankeschön, echt. Wolf, bester Mann. Bin schon da. Einen Augenblick, einen Augenblick, einen Augenblick, oh Gott. Krass, krass, krass. Was hier alles abgeht. Jetzt nimm es doch! Und wie ich mir schon dachte, das populäre Zets-Level ist jetzt ab Level 5 schwer zu leveln. Wir sind schon seit dem ganzen Stream, seit 2 Jahren, seit fast 3 Stunden, sind wir Level 5 Popularität. Wir sind jetzt 68% von Level 5. Also ab 5 ist es schon schwer jetzt, ja. Dachte ich mir. Schau, es ist besser, wenn ich es nicht anzeige. Oh, es ruckelt. Ich sehe, dass es ruckelt. Es krisselt nicht nur, sondern es bricht ja ein auf OBS. Das... als ob der Wassereffekt zu stark ist für OBS jetzt, oder was? Krass, es ruckelt ja richtig weg. Was passiert hier denn? Ja, krass. Ja, krass.
Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen. Scheiße. Das meinte ich. Das ist aber was anderes als Krisseln, Blubberchen. Das ist viel schlimmer. Krisseln, ja egal. Aber dass es halt so einbricht. Das hättet ihr mir voll sagen müssen. Ich habe das nicht gesehen. Das ist ja überhaupt nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Oh mein Gott. Das ist ja viel schlimmer. Was ist denn hier passiert? Ja, da müssen wir mal. Ja, schwierig, gell? Da geht kaum was. Übernehmen. Wir tun da einfach Leute hin. Ganz ehrlich, wir tun einfach ein paar Mitarbeiter hin. Gut fürs Auge ist es nicht. So viel kann ich sagen. Weiß ja nicht, wie man dazu sagt. Ja, es ruckelt halt. Es hängt halt rum. Krizzles, das sind halt die Artefakte. So, von Twitch, wie man es so kennt. Aber das ist kein Krizzeln mehr, Blubberchen. Das ist Hardcore. Das geht so nicht. Das bricht ja ein. Es ist so witzig. Ich verstehe auch gar nicht, wie viel das fressen kann. Mein PC ist eigentlich stark genug. Aber klar, wenn man halt gleichzeitig streamt, verbraucht es halt eine Menge Ressourcen. Lass mal sehen. Ich will echt gerade wissen, was macht die Leistung hier? Was macht die Leistung beim Spritzen? Das ist nur, wenn ein Auto da ist, hä? Ja, aber eigentlich... Ich glaube, mir wird schlecht. Echt, wir haben hier 50% CPU, ganz normal. 60% bei der Grafikkarte und Arbeitsspeicher ist auch nur 12 GB ausgelastet. Aber irgendwie kommt er nicht damit klar, wenn man streamt trotz alledem. Man kommt wohl nicht damit klar, so Full HD 60 Frames Stream. Glaube ich, sind wir ja auf all die Geschichten, die hier passieren. All die Geschichten. Scheinbar ist es einfach doch zu viel irgendwie. Ja, Stream. Weil eigentlich mein PC, easy eigentlich. Hätte mich auch echt überrascht, jetzt mal ohne Schein. So, den machen wir nochmal. Wie schaut's aus? Ja, guck, es ruckelt halt weg. Es ruckelt dir den Arsch weg. Es ruckelt dir echt den Arsch weg. Da steigt meine Grafikkarte auf 80%, wenn ich das hier mache. Die ist ja nicht mal voll ausgelastet. Ah, jetzt hat es einen kurzen Peak auf 90 gehabt. Okay, dann, ja, keine Ahnung. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Stream läuft ja auch über Grafikkarte. Die muss hier jetzt beides machen. Und das ist hier ein Indie-Spiel, welches einfach bestimmt nicht perfekt optimiert ist. Muss man auch mal sagen. Das liegt auch bestimmt ein bisschen am Spiel einfach. Die Verbindung aus Spiel und Stream, das ist nicht so geil. Ja, hoppala, Leute. Hoppala. Ja, das tut mir sorry, dass es dann da so rumgeruckelt hat. Wenn ich das langsam mache, ist es dann besser? Nee, gar nicht. Manchmal, bei manchen Wasserstrahlen, ist halt Müll. Voll verrückt. Ich habe schon recht starken PC. Also für solche Spiele im Normalfall eigentlich schon. Voll strange alles. Pass auf, das reinige ich noch. Ich meine, später ist es ja eh nicht mehr so, haben wir ja gelernt. Später macht es die Waschanlage alleine. So, und ich würde jetzt einfach Mitarbeiter dahin ballern. Die Ruckler sind krass. Die, boah, habe ich gar nicht mitbekommen, so sorry. Weil alles andere läuft ja flüssig, gell? Also Werkstatt oder hier tanken oder rumrennen oder so rumdrehen. Entschuldigung dafür, aber das geht ja eigentlich alles. Das funktioniert ja alles gut hier, ne? Ja, mei. Irgendwie lustig, dass der PC das kaum packt beim Streamen. Irgendwie komplett bescheuert, hätte ich nicht gedacht. Was ist das? Naja. Die GPU bottleneckt wahrscheinlich, weil sie streamt eben. Gleichzeitig, weil sie da alles bearbeiten muss. Ich glaube, ich muss bei PC-Spielen doch wieder auf CPU wechseln. Dann hat die GPU mehr Power für so Geschichten. Das ist es wahrscheinlich. Weil die CPU langweilt sich fast. Kann man eigentlich auch theoretisch darüber streamen. Kann ich jetzt während dem Stream nicht umändern, aber fürs nächste Mal vielleicht. Vielleicht läuft es dann besser. Gebe ich der GPU halt mehr Pudding? Hä? Ja, ich geb der Pudding. Puffer wollte ich glaube sagen. Schon wieder Werkstatt, gell? Wahnsinn. Achso, nee, du bist ja noch dran.
Perfekt. Herrschaftszeiten, nimm doch einen Reifen da raus. Was ist los mit dir, hä? Sonst ist alles gut fürs Auge, perfekt. Ist halt nur die Waschanlage, die solche Probleme macht. Ja, echt so. Interessanterweise halt. Pudding geben. Nee, schreib dir das nicht auf, Wolf. Du darfst eine Grafikkarte nicht in Pudding tunken. Ist nicht gut. So. Zwei Spiegel, oder was? Ja. Okay. $900, was ist los hier? So. Wenn Gecko spritzt, geht selbst der PC in die Knie. Oh ja, so ist es. Oh, der war super. Geil. Meine Spritzis sind einfach sehr intensiv. Jetzt mach es weg. Okay, cool. Abyssal Öl. Pudding ist also gut für die Grafikkarte. Nein! Wobei, so ein Schokopudding? Noch Arrivi. Piep, 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 boop. Raus damit. Rauf damit. Zack, 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 zack. Fertig. Schüsseldorf. Obedere. Servus. Angestellte bezahlen $300, Alter. Aufgabenliste. Hä? Oh, man kann die nicht an die Waschanlage tun. Das ist ja faszinierend. Geht nicht. Wir müssen es leider machen. Schade. Sorry. Ich muss es leider machen. Ich kann doch nicht die Grafik noch weiter runterdrehen. Das ist doch auch Müll. Shit. Ja, irgendwer muss es ja tun. Ja, leider. Kraftstoff schon wieder niedrig? Och nö. Elend. Kraftstoff, 200 Liter. Ist das teuer alles. Ich drehe hier am Radi. Am Radieschen. Kunde an Kasse, ja, passiert schon. Kunde an Waschanlage, gut. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Da müssen wir durch. Boah, krass. Okay, warte, komm, ich probiere mal. Das ist ja der Wahnsinn, echt. Ja. Effekte. Niedrig. Das ist einfach nur, weil wegen dem Streamen einfach noch. Das ist Wahnsinn. Post-Processing. Ich mache mal Effekte niedrig. Ja. Blue. Benchmark. Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Das wird ja immer hässlicher. Na, geht schon fürs Streamen, was weiß ich. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Ah, jetzt, oder? Oh nee, okay, doch nicht. Es ist ein bisschen besser geworden, aber naja. Oh, weiß ich nicht. Ah, ich muss über die CPU scheinbar streamen bei solchen Spielen. Hilft nix. Das funktioniert so nett, gell? Voll lustig einfach. Ja, immer mal Blumeneffekt, aber wieder aus. Ich lass Effekte niedrig. Das ist ja der Wahnsinn, echt. Texturen mache ich jetzt aber mal hoch.
Schauen wir mal, ob das alles so klappt oder was. Hey, hoch, ich sehe davon gar nichts. Ich wollte gerade sagen, es läuft, aber dann kam der Ruckler. Echt so, gell? Scheiße. Hey, wo sind denn jetzt Texturen hoch? Kriegt man auch nicht mit. Läuft aber noch flüssig, gell? Passt. Naja, müssen wir mit leben. Nicht wahr? So ist es. Geht schon. Passt schon. Hey, jetzt mal ohne Scheiß, wo sind denn Texturen jetzt besser geworden? Davon sehe ich gar nichts. Hey, das ist so gar nicht. Epische Texturen. Hä? Es tut sich doch nichts. Da tut sich gar nichts, du. Da tut sich gar nichts. Hä? Was ist denn hier los? Elend das Rad. Okay. Mhm. Anti-Aliasing hoch. Schatten können wir auch niedrig machen. Wer braucht denn Schatten? Und eine Nachbearbeitung. Post-Processing. Vielleicht können wir mal episch machen. Gucken wir mal. Mal ein bisschen ausprobieren hier ein bisschen was. Hm? So ein bisschen. Gucken wir mal. Läuft, oder? Läuft gut, oder? Passt. Ja, passt schon noch, ne? Sobald was ruckelt oder so, gebt bitte Bescheid. Thanks a lot. So, wir haben wieder 1005 Millionen Tonnen Angestellte. Einstellen. Nina oder Mayumi? Die Mayumi, die kenne ich schon. Nina, mach deutlich, dass sie sich bei einer Tankstelle beworben hat, weil sie sich in der Nähe des Flughafens Homie, auch bekannt als Area 51, befindet. Was? Ja, aber ihre Arbeitserfahrung ist begrenzt, aber sie ist für ihren überschwänglichen Enthusiasmus bekannt. In der Vergangenheit wurden Beschwerden über Lärmbelästigung gegen sie vorgebracht, aber die Polizei hat nie offiziell eingegriffen. Sie schläft schlecht, im Durchschnitt etwa 4 Stunden pro Nacht. In Gesprächen ist sie sympathisch, obwohl ihre Themen voller Verschwörungstheorien und anderer Exzentrizitäten sind. Sie glaubt, dass Außerirdische kommen werden, um die Erde im Jahr 2077 zu retten. Gecko Blubber hat Pudding auf die Tastatur gemacht. Oh nee, Blubberchen. Was ist hier wieder los? Schmiert Pudding auf der Tastatur. Ach, da oben steht sogar. Nicht auf die Tastatur, auf die Grafikkarte. Ihr habt doch alles, ihr habt alles falsch verstanden. Alles falsch. So, Mayumi wurde in Florida gedönst gemacht, geboren. Und hat Erfahrung im Dienstleistungssektor. Sie hat schon an Tankstellen gearbeitet. Derzeit lebt sie in Texas. Weit weg von ihrer Familie mit einigen ihrer Freunde. Bei ihren Interessen gibt sie an, dass sie Rodeo, Scharfschießen und Derby mag. Sie gibt an, eine respektable Spielerin in der Sportmannschaft ihrer Schule gewesen zu sein. In ihrem Lebenslauf ist ihr Geburtsort 7-mal unterstrichen. Sie merkt an, dass es ihr sehr zuwider ist, wenn Menschen aufgrund ihrer ethnischen Herkunft Vermutungen über ihre Herkunft anstellen. Nina oder Mayumi? Nina hat bessere Anfangslevel schon. Nina oder Mayumi? Leute, eine Minute nur noch, dann sind die weg. Nina, dann haben wir was zum Hören. Nina. Okay, Nina, auf geht's. Sehr schön. Dankeschön. Elvis einfach kurz, oder? Okay, cool, jetzt haben wir noch Nina am Start. Wundervoll. Ich höre einen Sandsturm. Oh, muss das jetzt sein? Scheißhaufen! Scheißhaufen! Das ist schlecht! Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Ruckelt's? Oh, keine Ruckler? Leute, hab ich's gefixt vielleicht? Leute! Ah, wenn ich so nah rangehe, dann wird's ganz schlimm. Verstehe. Ich muss auch ein bisschen weiter wegbleiben einfach. Dann geht's! Ne? Dann geht's! Wenn ich weiter wegbleibe.
Jetzt! Ja, der Wassereffekt ist einfach zu gigantisch. Also wenn ich weiter weg bleib, dann geht's. Also irgendwie nach den Einsteigen tut das dem Auge nicht so gut. Ich habe aber kaum was gemacht, Blubberchen. Ich habe sogar, glaube ich, das Bild sogar geschärft eigentlich ein bisschen. Warum sollte das jetzt weniger gut tun? Das verstehe ich nicht. Hä? Es ist eigentlich sonst nichts passiert. Die Lichter sind ein bisschen heller geworden. Zumindest ruckelt nichts in OBS. Das müsste ich halt hier jetzt nochmal sehen. Aber... Nee, eigentlich hat sich aber nichts mehr geändert, Blubberchen. Ich weiß auch nicht genau. Hat Mini-Ruckler bei mir, aber gut, dann ist das nur bei mir so. Habt ihr alle Mini-Ruckler? Ich hab die jetzt eher nicht. Zumindest bei mir jetzt nicht. Ach, was weiß ich, komm. Ich mach trotzdem nochmal. Immer nochmal. Was ist denn hier? Anti-Lasing. Ja. Mach nochmal Mittel. Schatten brauchen wir alle nicht. Gras. Machen wir auch niedrig. Keiner braucht hier Gras. Es ist eine Wüste. Was für Gras? Ganz ehrlich. Ja, aber Post-Processing würde ich eigentlich schon fast lassen. Sichtweite kann ich ja mal episch machen. Das ist alles eben. Das ist alles besser. Das ist alles ausgeblieben. Oder ich mache nochmal... Das habe ich verringert. Ich könnte es nochmal ein bisschen hochdrehen. Ein bisschen. Vielleicht, aber dann ist doch eigentlich schlechter. Ich guck mal. Guck mal, was passiert. Schau mal, was passiert hier alles. Jetzt, wegen der allgemeinen Quali, gell? Jetzt habe ich aber, glaube ich, auch Mini-Rucklers mehr. Kann das sein? Weiß ich noch nicht. Was ist hier los? Ja, der Sandsturm jetzt. Das ist jetzt ein Problem. Ist jetzt wieder besser? Nee, es ist schlimmer eigentlich. Oh, Gecko, Drogen sind schlimm. Aus mit dem Gras. Ich habe schon ausgemacht. Hab Mini-Ruckler bei mir, aber gut, dann ist das nur... Achso, nee. Ich weiß, welches Gras. Hey. Was ist hier los? Gras ist wichtig. Ein bisschen. Für die Kühe. Ach so! Natürlich für die Kühe. Aber welches Gras hier in der Wüste? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ein bisschen Gras. Kann man auch niedrig machen, also jetzt mal ohne Schmarrn. Jetzt, wie ist das so für euch im Stream jetzt? Ist das jetzt ruckliger oder besser oder nicht? Oder weiß nicht genau, kann man es so lassen oder nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Soll ich nur mal was runterschrauben oder... Bin mir nicht sicher. Du hast immer noch Ruckler, aber das könnte jetzt einfach auch wirklich bei dir sein. Ja. Was haben wir denn da? Ich mach einfach wieder Mittel, okay? Ich mach hier auch wieder Mittel. Dann ist jetzt alles wieder so, wie es war, außer Sichtweite. Okay? Mach ich aber alles wieder so. Und dann passt es eigentlich. Weil das geht schon. Wobei sich bei der Sichtweite auch nicht viel macht. Vielleicht irgendwo im Hintergrund, was eh keine Sau mitbekommt. Deswegen auch weit. Also weit hatten wir. Hallo. Und jetzt ist halt alles wieder so, wie es war. Ja. Nur... Nee, jetzt ist eigentlich alles wieder, wie es war, oder? Hä? Außer halt, dass Texturen jetzt niedrig sind. Andere. So, Wasserzeug und Gras. Und Schatten. Aber schau, wenn ich hier bin, dann geht es. Aber wenn ich hier hingehe und dann kommen diese Wasserpartikel, dann bricht es so weg einfach. Wasser überlastet Grafikkarten. Wasser ist aber auch wirklich eines der
rechenintensivsten, physikbasierten Elemente in Videospielen tatsächlich. Das ist nicht einfach. Wasser. Oder generell Flüssigkeiten. Also das muss jetzt eigentlich wieder passen. Kein Plan, aber so ist angenehmer. Hä? Aber warum? Hä? Okay. Probier noch epische Texturis. Was aber nichts bringt. Es bringt nichts! Wegen hier unten Auflösung, glaube ich, oder so. Es bringt gar nichts. Deswegen. Ja, Hauptsache, das ist runter, weil das bringt auch niemanden was. Ja, also dann passt's doch, oder? Dann passt's doch, denke ich. Auch mit dem Wasser ist jetzt besser. Ich darf halt nicht nur so, nicht mehr so nah ans Auto, oder? Ist ja jetzt auch besser geworden mit der Waschanlage, glaube ich. Dann passt es doch alles, oder? Jetzt. Hoffentlich. Gott sei Dank. Wir haben $3000 auf einmal. Wo kommt das Geld auf einmal her? Geilo. Ist ja mega geil. Angestellt. Nina, mach mal sauber. Juan, Bezahlung 200. Du sollst es weitermachen. Bezahlung 200. Danke. Ja, wenn du nicht nah rangehst. Was? Wieso dieses Kappe? Kusch! Alter, das ist so lustig. Ja, fuck, ich muss den Sand wegräumen. Ich muss die Zapfsäulen schließen erstmal.